Die Waffe! Komische Drogen, sie brennen ab. Ja! Ja, ich hab mich Video auf meinem Kanal. Heute geht's nach Bonn. Wir gehen heute, also Pascal, Vanessa und ich gehen heute nach Bonn aus Panama Open Air. Genau, ich bin echt mal gespannt. Ich war noch nie dort. Ich bin auch sehr gespannt, ob das was taugt. Es gibt auch eigentlich nur einen Grund, weswegen ich da hin möchte. Und zwar ist das Skrillex. Ich bin kein Skrillex. Also Imo schon vielleicht ein Fan. Ich höre die Musik aber eigentlich nicht privat, außer vielleicht ab und zu, wenn man mal irgendwie, keine Ahnung, trainiert oder feiern geht und so. Dann, nö, ist einfach oldschool. Ich denke, mir geht es da wie vielen, so als ich 13, 14 war, ist der einfach so voll geboomt durch Bangarang etc. Und das ist einfach so voll Nostalgie. Ich wollte als Kind schon immer den mal live sehen. So, man sieht immer diese Ultra-Miami-Videos und so auf YouTube früher. Und keine Ahnung, ich wollte schon immer, das war so richtig Bucketlist-mäßig, den mal live zu sehen. Und dann habe ich gesehen, hey, was, der kommt nach Bonn, auch so voll random. Der war, glaube ich, das letzte Mal vor 8 Jahren in Deutschland. Und jetzt kommt er aber nach Bonn aufs Panama Open Air. Mich wundert es, dass nicht zu irgendeinem riesengroßen Festival oder so, aber Hauptsache, der kommt so. Und ich habe das gesehen und habe sofort Vanessa und Pascal gefragt, ob die Lust damit zu kommen, weil allein wollte ich jetzt auch nicht. Und ja, im Endeffekt gehen die beiden mit. Und ja, ich bin wirklich gespannt. Ich habe auch mich gar nicht informiert, wie viele Leute da überhaupt kommen. Ich habe keine Ahnung. Und ich weiß, dass noch Materia kommt. Wir sind nur samstags da. Und ja, fahren so circa 2, 2,5 Stunden hin. Mal schauen, wie lange wir brauchen. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Video. Und ich bin gespannt, was es wird. Fall haben wir jetzt unser Zimmer bekommen, das war richtig weird. Wir mussten irgendwie so einen Zugangscode unten am Eingang eingeben, beziehungsweise mit der Buchungsnummer, oder? War das die Buchungsnummer? Das war Buchungsnummer. Buchungsnummer, ja. Und dann haben wir einen Zimmercode bekommen, mussten den eingeben quasi dann. Und ja, jetzt gehen wir noch gleich was essen und dann gehen wir aufs Festival, aber es ist scheiß Wetter, also es regnet. Und ja, wir hoffen mal, dass es noch aufklart. Und ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich auf dem Festival. Neben dem Anlass muss ich doch nochmal filmen. Was ist denn bitte das? Ich habe das gerade eben gesehen. Vanessa schläft. So, das ist ein Schwangerschaftskissen. Und was, Junge, das? Also, das ist ein Lagerungskissen während der Schwangerschaft. Und dann da hinten auch noch in der Ecke die Ohr-Tampons da. Junge, also, wenn man, also schläft ja wie in der Höhle hier. Pascal, was sagst du dazu? Okay. So, Outfit-Check für heute. Ich habe natürlich mein Itachi-Shirt an. Habe ich ganz frisch. Finde ich nice. Natürlich passend zum Tattoo und zum Socken wichtig und richtig natürlich. An der Stelle. Jetzt noch zu Pascal. Peace. Schönes Hemd, passende Hose, Bandana, natürlich noch Sonnenbrille gleich. Wichtig und richtig. Und jetzt gehen wir natürlich auch noch zur Vanessa. Ja, Vanessa auch am Start. Nichts Besonderes, einfach ein Oberteil. Ja, wenn es regnet. Aber wenn es regnet, ist es super gut. Sehr gut. So, Pascal, letzte Worte vom Festival. Nur der FCK. Und nochmal an der Stelle nochmal der Ausblick aus dem Zimmer. Ja, super. Ja, nice. Wetter sieht auf jeden Fall gut aus. 30 Grad, sonnig. Wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub. Kommen Sie gut daheim an. Und, ja. Übrigens, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Mein Plan für heute vom Festival ist natürlich, Pascal weiß davon natürlich schon nichts. Mein Plan ist es, also ihr müsst wissen, Pascal und Vanessa, die sind absolute Hasser von Moshpits. Wenn die schon das Wort Haftbefehl hören und Moshpits zum Beispiel ist, Haftbefehl, dann rasten die komplett aus, zu sagen, nee, asozial, gehen wir nicht rein. Und ja, mein Plan für heute ist es, meine Mission ist es, Pascal zu irgendeinem Zeitpunkt, und am besten ein paar O-Saft, in einen Moshpit zu kriegen. Wir müssen ja nicht als Erster reinrennen, aber die Mission für den Vlog ist es, mit Pascal zusammen in einen Moshpit zu laufen. Also, Telekom, wenn ich das packe, spule hier hin zurück. Und ja, dann viel Spaß, wir gehen jetzt noch was essen. Du siehst, ihr davon auch ein bisschen was, und dann gehen wir zum Festival. Wir sind jetzt da, sind an diesem Rheinauer Park. Pascal ist jetzt in der Welt.
Mördermünzen irgendwo da vorne. Und ja, wir warten jetzt auf jeden Fall, bis Materia Skrillex kommt. Und da werden wir gleich ein paar Aussagen. Aber erstmal, ganz wichtig und richtig, holen wir neue Getränke. Ja!
Also, da wir eh, wie gesagt, aufs Taxi warten müssen, dachte ich, ich gebe schon mal ein kurzes Feedback zum Festival. Also, ich war auf ein paar Festivals, so sagen wir mal, ich war auf dem World Club Dome und auf dem Hookup Festival zum Beispiel in Karlsruhe schon mal. Ich würde sagen, das ist so ein Zwischending. Hookup Festival hat eine Bühne, das hat jetzt drei, glaube ich, und halt viel anderen Scheiß, so kleinen Scheiß und Kram und so eine Karaoke-Bühne und so. Das war schon ganz witzig. Also, so ein Zwischending, würde ich sagen, zwischen World Club Dome und diesem Hookup, so von der Größe und ne, generell, was so geboten wird. Also, Festival war an sich eigentlich cool gemacht,
Aber organisatorisch gibt es definitiv ein paar Sachen, die nicht so nice gemacht sind. Ist auch scheiße zum Abholen, so wegen Taxi, weil dann alles an einem Punkt ziemlich rausläuft, kann man eigentlich sagen. Aber das ist ja eine andere Sache. So an sich jetzt zum Festival, also mega cool. Die Preise waren überteuer. Aber ich denke, das ist normal auf Festivals mittlerweile. Aber ja, also die Bühnen waren eigentlich alle cool. Waren halt nichts Außergewöhnliches, aber war cool gemacht. Aus Line-Up hat mir eigentlich keiner was gesagt, außer Materia und Skrillex. Ja, also auf Skrillex und Materia habe ich mich mega drauf gefreut. Vor allem auf Skrillex. Also ich war damals, also Skrillex hat so dieses Dubstep und so ja so richtig Mainstream gemacht. Und ich bin auch sicher, dass dieses ganze Festivals und so halt so richtig ins Rollen gebracht erst. Aber ja, seit 2015 war der einfach nicht mehr in Deutschland, die Sau. Und ja, dann habe ich das letztens gesehen mit Pascal Vanessa und dann sind die zum Glück mitgegangen. Ehrenpreis. Ja, also wir haben 80 Euro circa bezahlt jetzt für ein Tagesticket. Wie gesagt, Hauptgrund und eigentlich einziger Grund, dass ich hin bin jetzt auf das Festival, war Skrillex. Wie gesagt, das ist damals einfach aus Nostalgiegründen. Ich höre den eigentlich nicht privat oder so, aber ich wollte den schon immer als Kind auch mal hören. Und immer diese Videos von Ultra Miami etc. gesehen und wo der damals auch aufgelegt hat, wo Justin Bieber und so rausgekommen ist. Ich wollte schon immer den live mal hören, den DJ. Und ja, jetzt war der einfach voll random, das erste Mal seit 8 Jahren in Deutschland auf dem Panama Open Air. Ich frage mich auch, wie das zustande gekommen ist. Aber, also der hat komplett abgerissen. Der hat sogar, obwohl die zu spät angefangen haben, hat er dann auch länger gemacht. Und der hat von vorne bis hinten komplett durchgezogen. Es war mega gut, war alles, also gutes Set. Der hat keine Pausen gemacht, auch nicht viel unnötig gequatscht, so um das Set zu füllen. Die Stimmung im Publikum war mega gut, also die Crowd war voll geil und also war wirklich von vorne bis hinten gut. Die Frage ist jetzt, ob es sich lohnt. Also für mich hat es gelohnt, nur wegen Skrillex eigentlich zu kommen, aber ich sage mal, das Festival würde ich jetzt nicht nochmal wahrscheinlich hinkommen, wenn jetzt nicht irgendein Act so kommt, der ich unbedingt sehen will. Mir würde jetzt keiner außer Skrillex einfallen, wegen dem ich jetzt extra nach Bonn nochmal 2,5 Stunden fahren würde, glaube ich. Aber alles in allem war es eigentlich ein schönes Festival. Das Wetter hat nicht so mitgespielt. Viele junge Leute auch. Muss ich sagen. Also sie haben es eigentlich viel Mühe gegeben, viel verschiedene Sachen aufgebaut und so. Aber ich würde es nicht nochmal wahrscheinlich herkommen, außer es kommt wieder so ein Skrillex oder derartiges. Kurzer Akro-Talk. Wir sind einfach nach dem Festival erstmal in den Kiosk, richtig und richtig. Da habe ich mir eine Cola-Flasche geholt, dazu gleich mehr. Die habe ich auch direkt mal leer geäxt gefühlt. Aber wir sind losgelaufen, nach meiner Orientierung eine halbe Stunde circa. Irgendwann haben wir kapituliert, wir haben geguckt, immer noch eine Stunde weg vom Hotel, knack. Deswegen haben wir ein Taxi gerufen, sagen die zu uns so, was haben die gesagt, halbe Stunde, 40 Minuten? 40 Minuten. Wir warten hier komplett abgefroren, ist kalt, nass und hart. Sie haben gemeint, in 30 Minuten circa, wir haben 40 Minuten gewartet und dann habe ich einfach eine SMS bekommen. Und dann hat man erst eine SMS bekommen, dass das Taxi leider doch nicht kommen kann. Einfach 40 Minuten umsonst gewartet. So, da wollten wir schon loslaufen. Ich wollte die Vanessa und Pascal dazu nötigen, dass wir loslaufen. Eine Stunde jetzt, und 11 Minuten. Ja, eine Stunde und 11 Minuten von ihr. Und jetzt haben die gesagt, ach, sie sind ja nur zu dritt, keine anderen Leute. Dann schicke ich ihnen doch ein Taxi. Also jetzt schicke ich ihnen wirklich eins. 15 Minuten dann auch nur. So, wir warten jetzt schon seit ca. 5 bis 10 Minuten. Das heißt, gleich muss es aber jetzt sein, ansonsten kracht es und pfeift es bei mir aber richtig. Weil da müssen wir einfach eine Stunde 11 in die Richtung laufen. Und ich, absoluter Five-Head-Move, weil ich keinen nassen Hintern will wie die Vanessa eben, weil ich es einfach auf die nasse Mauer gesetzt habe. Ich habe einfach die Flasche wiederverwertet. Ich setze mich einfach auf die Cola-Flasche. Guck mal, was ich für einen knallharten Hintern habe. Einfach eine Delle reingemacht. So, pass auf, das wird so gemacht. Ja, und dann habe ich keinen nassen Hintern. Das ist es. Jetzt nochmal abschließend, genau, Pascal. Abschließend, summa summarum, gute Ansätze, aber ich würde persönlich nicht nochmal hinkommen. Lieber aufs Workshop-Dorm jetzt im Vergleich. Also das Geld würde ich mir sparen, aber es war trotzdem ein netter Ausflug. Wetter war halt nicht so gut, deswegen Minuspunkte da auch. Aber ja, kann man sich nicht immer aussuchen. Ja, und jetzt gucken wir die ganze Zeit da vorne hin und hoffen, dass ein Taxi kommt. Ich halte schon am Laufenden. Ich will ins Bett abfahren. Let's go. So, wir sind jetzt endlich im Hotel angekommen. War eine größere Nummer. Wir sind eben fast nicht ins Hotel reingekommen. Auch witziges Hotel. Die haben kein Personal oder keine Rezeption. Man muss sich selbst einchecken und dann kriegt man den Code fürs Zimmer und so. Und jetzt ging der Code nicht an der Tür und dann war schon eine richtige Warteschlange. Aber hat dann nach ein paar Minuten doch geklappt, zum Glück. Und jetzt sind wir im Hotel nach. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Circa? 2:30 Uhr. 2:30 Uhr? Ja, perfekt. Um 0 Uhr sind wir da auf dem Festival los. Wir können nicht mehr laufen, wir können nicht mehr stehen. Wir werden jetzt auf jeden Fall pennen.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst gerne kostenlos ein Like und ein Abo. Perfekt, du Schnauz. Lasst mir gerne kostenlos ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Auf meinem Kanal. Ciao, ciao. So trocken, sie brennen ab. Was soll ich machen? Piss voll die Flasche. Mich braucht mein Spotter, Geld in der Nacht. Level up, level up. Augen so trocken, sie brennen ab. Was soll ich machen? Piss voll die Flasche. Mich braucht mein Spotter, Geld in der Nacht.